Hallo, ich bin Joscha und ich liebe Grillen und deswegen grillen wir heute. Let's go! Und wenn man bei uns in der Region an Grillen denkt, denkt man natürlich als erstes an die Knäshecke in Dippertz-Friesenhausen. Und deswegen freut es mich umso sehr, dass wir heute hier sein dürfen. Michel Glas ist bei mir der Chef und ja, wir grillen heute ein paar schöne Sachen. Was denn genau? Ja, ich freue mich erstmal, dass du hier bist, dass ihr hier seid soweit. Und was machen wir? Wir machen eine Pina Colada von Flammlachs mit ein bisschen Gemüsesambusas. Und als kleinen Hauptgang wollen wir einen brasilianischen Greifen Tafelspitz grillen mit ein bisschen Barbecue-Soße, Maismuffins, ein bisschen Gemüse wollen wir auch noch zeigen und was uns da so einfällt. Ja, also ihr seht, wir haben einiges vor und mit was starten wir am besten? Beim Grillen? Kann man ohne Bier grillen? Kann man, aber macht natürlich nicht so viel Spaß, deswegen würde ich sagen, kloppen erstmal eins. Zum Wohl und ich freue mich auf einen tollen Tag heute. Ich freue mich auch. Ja, also wir sind jetzt perfekt vorbereitet, aber wir müssen natürlich noch ein bisschen was essen vorbereiten, bevor wir an den Grill gehen. Was brauchen wir denn jetzt alles als Vorbereitung? Wie kann ich dir helfen? Ja, wir fangen erstmal mit den Gemüsesambusas an. Mhm. Da müssen wir ein paar Brunoas schneiden. Was ist denn eine Sambusa? Sambusa ist an sich, kommt aus der indischen, afrikanischen Küche. Die zwei Küchen sind verbandelt soweit. Mhm. Und wir werden kleine gefüllte Teigdreiecke formen soweit. Womit darf ich starten? Ich mache dir die Vorarbeiten. Okay. Es ist ja nicht sehr gut, dass du gelernter Koch bist. Jawohl, Brunoas für die Nichtköche. Für die Nichtköche, Brunoas sind feinste Würfel. Oh Gott, wie fein müssen die sein? feine Würfel. Okay. Versuchen wir es mal. Schneiden wir einfach ein paar Scheibchen runter. Ich mache es jetzt mal absichtlich nicht ganz so fein, weil es soll ja auch noch sehen, dass das selbst gekocht ist. Ne, nee, ist schon gut. Wir müssen ja. Ja. Hast du einen Trick, damit die Zwiebeln nicht brennen in den Augen? Hat ja jeder eine andere Technik. Aber vielleicht kennst du eine, die funktioniert? Schnell schneiden. Das funktioniert. Was man, warum weint man bei Zwiebeln? Es geht um Schwefel. Und Zwiebel hat halt Schwefel. Unterschiedlich, manchmal kräftig, manchmal mehr, weniger. Was man nicht machen darf, wenn man an das Weinen anfängt, ist natürlich, dass man die Tränen abwischen, weil dann hat man immer die Schwefelstoffe noch näher ans Auge und dann wird es noch schlimmer soweit. Ja, man kann dann mal einfach kalt abwaschen, die Zwiebel oder sonst irgendwas, aber letztendlich, das gehört dazu. Stimmt, ich habe glaube ich mal einen Bericht im Oktoberfest gesehen, da setzen sie dann irgendwie Frauen, früher war das in den 80er, 90ern, irgendwie dann in so einen Glaskasten und die haben Taucherbrillen aufgehabt. Und haben dann Zwiebel für den Zwiebelsplatz gestellt. Ich glaube dann eine Woche, zwei Wochen, ich weiß nicht, wie lange es Oktoberfest geht. Das ist auch ein monotoner Job dann irgendwie. Ja, bestimmt ein interessanter Anblick. Okay, dann haben wir fertig gewürfelt. Wie geht's weiter? Wir trinken erstmal ein gutes Roderbräu. Oha, ist das so deins oder was? Wir sind ja Röner Schaumbetrieb, wir sind ja Dachmarker-Röhrenbetrieb und Eurodox-Betrieb und haben uns auf die Siegel gestellt, dass wir schon einen sehr regionalen Bezug machen soweit. Und deswegen auch ein Bier hier direkt aus der Region. Genau, und schmeckt ja auch gut. Sehr gut sogar. Ich bin gespannt, wie viel ich noch schaffe heute. Wir haben noch eine große da. Oha, die machen wir später. So, also wir haben gesagt Maismuffins. Mhm. Wir haben da ein bisschen grüne Zwiebeln, Paprika, Zwiebeln geschnitten. Einfach rein. Jetzt kommt natürlich, warum heißen sie Maismuffins? Mais muss rein. Das bietet sich an. Ja. Hammer. Und bei den Geschichten, wir Köche sind immer schlechte Bäcker, weil wir keine Waage benutzen. Ja. Waage ist eigentlich eine Majestätsbeleidigung. Ich mache jetzt einfach so ein bisschen aus dem Bauch ein bisschen Mehl drauf, zwei Eier, brauchen wir als Binde und Triebmittel. Jetzt haben wir ein bisschen Chili, da haben wir ein bisschen Milch drunter und einen guten Tropfen Öl. Und dann braucht es natürlich gleich noch ein gutes Gewürz, knäsigen eigenen Rhönrub. Ha, wie kriegt man den, wenn der gut ist? Zwei Gewürze haben wir schon jetzt aufgelegt. Jetzt bei uns im Online-Shop bzw. in unseren kleinen Barbecue-Laden und lässt sich ganz gut an eigentlich, muss ich sagen. So, und ruckzuck haben wir einen kleinen Mais-Muffin-Teig. Das ging fix, da brauchen wir wahrscheinlich die Muffin vor mir hin, ne? Genau. Joscha, du füllst einfach nur ab, rein damit. Und dann geben wir oben noch ein bisschen geröstete Kürbiskerne drauf. Die habe ich heute Morgen schon geröstet. Die kommen jetzt wahrscheinlich gleich nicht in den Backofen.
Nein, wir sind ja in der Hall of Fame. Wir wollen ja grillen. Genau. Und wir werden den gleich. Wir haben heute mehrere Grills im Einsatz. Wir haben 1, 2, 3 Bastards in unterschiedlichen Funktionsweisen. Wir haben eine Feuerplatte und wir haben einen Smoker. Mhm. 2 Köche, 5 Grills kriegen wir hin, oder? Läuft bei uns. Das schaffen wir, ja. Also wir haben gesagt, wir wollen den Lachs heute ein bisschen asiatisch marinieren. Mhm. Deswegen machen wir als Marinade eine Teriyaki-Soße. Ganz einfache Nummer. Wir brauchen ein bisschen braunen Zucker. Und lassen ihn wahrscheinlich karamellisieren. Den kann man karamellisieren. Geben wieder minimal Chili mit rein. Und dann haben wir 2 weitere Bestandteile. Wir haben einerseits eine Sojasauce. Es gibt 2 verschiedene Sojasoßen. Alle 2 sind dunkel, aber es gibt eine helle und eine dunkle Sojasauce. Mhm. Immer nur die helle verwenden. Dunkle Sojasauce enthält Zuckercouleur und tut das Gargo dann auch schwarz färben. Das braucht man wirklich nur, wenn man original chinesisch kochen will. Ja. Ansonsten sieht das ein bisschen komisch aus für deutsche Augen. Also lieber eine helle Sojasauce kaufen, die ist aber auch trotzdem die, dunkel. Trotzdem, die helle Sojasauce ist trotzdem dunkel, ist blöd, ist aber so. Und dann haben wir natürlich ein bisschen Sage. Und jetzt kommen die Komponenten gemeinsam, die man sehr oft beim Grillen eigentlich benutzt. So. Wir haben einerseits Süße, die braucht man natürlich auch bei einer Barbecue-Soße, wenn man Ribs macht. Ist hier schon karamellisiert. Fast. Ja, damit können wir schon angießen. Jetzt kommt natürlich Süße, jetzt kommt der salzige, der würzige Anteil. Mhm. Und jetzt kommt mit dem Sage der frische Anteil. Und jetzt habe ich diese 3 geschmacklichen Komponenten vereint. Und das brauche ich, wenn wir später, wenn wir die Barbecue-Soße machen, genauso wieder machen. Und so sprechen wir dann den ganzen Gaumen an. Ja. Ich hole jetzt schon mal den Lachs. Wir lassen das jetzt ganz kurz mal aufkochen, 3, 4, 5 Minuten. Und dann tun wir das einfach heiß marinieren. So, da kommt auch schon der Lachs. So, da haben wir schöne Lachsseite. Ich kaufe die auch. Teilweise kaufen wir die ganzen Lachse, weil wir noch Ausbildungsbetrieb sind, dass die auszubilden, das noch lernen, das zu machen. Da haben wir die Firma Mermaid von unserem Partner Servicebund. Und ganz wichtig, wir verarbeiten heute die Lachsseiten und die Garnelen. Und die Firma Mermaid oder Servicebund ist in den Herstellern und schaut sich die Produkte an, schaut sich Hegepflege an, macht Wasserproben und so weiter. Und so kriegen wir wirklich auch ganz saubere Produkte zu uns und leisten da natürlich auch ein bisschen Umweltschutz für diese, für diese Produkte. Und vor allen Dingen auch eine gleichbleibende Qualität ist ja auch wichtig, ne? Das auf jeden Fall. Kommst du im März, isst ein Lachs und wenn er dann im Oktober ganz anders ist, ist natürlich schwierig. Genau, der Servicebund ist aber ein Großhändler, ne? Da kannst du jetzt wahrscheinlich nicht so einfach einkaufen. Der Servicebund ist ein Großhandel, ist ein Zusammenschluss von mehreren Großhändlern. So, bei uns ist, heißt es die Firma Flach. Mhm. In Würzburg ist die Firma Nussbaumer. Ich glaube, wenn ich es richtig weiß, 7, 8, 9, 10 verschiedene Betriebe. Ja. Immer dasselbe Logo, aber immer dieselbe Philosophie, dass ein liebevoller Umgang mit Lebensmitteln gemacht wird soweit und dass wir halt saubere Produkte bekommen soweit und gut hergestellte Produkte auch in die Küchen der Röhren bekommen. Mhm. So, jetzt haben wir die Teriyaki-Soße eingekocht. Mhm. Jetzt kommt das Fränkisch wieder durch. Teriyaki-Soße. Teriyaki. Teriyaki. Kommt einfach drauf jetzt, oder? Und jetzt nehmen wir die heiß drauf und jetzt können wir gleich mal schauen, wie sich die Textur vom Lachs verändert. Weil er anfängt so ein bisschen zu garen, ne? Weil die heiß ist. Ja. Ja. Wird er ein bisschen heller und die oberste Schicht ist schon fertig. So, und das werden wir dann alle paar Minuten. Wir lassen jetzt ca. 10 Minuten ziehen. Mhm. Und dann gehen wir immer mal drüber und ziehen das drüber. Und so würzen wir die ganze Lachsseite. Wie gesagt, das kann ich für Saté-Spießchen machen und so weiter. Und sonst tun wir auch an den Lachs nichts mehr dran, außer nachher Feuer. Der ist fix und fertig gewürzt. Also nur das Süße. Nur noch die das bereite ich vor und hab's immer da. Brauche ich nur noch einen Lachs zu Hause. Genau. So, wenn wir schon beim Soßenkochen sind, geht es wahrscheinlich direkt weiter. Wir machen die Barbecue-Soße, die wir nachher auch brauchen. Barbecue-Soße auch wieder sehr einfach. Wir werden es ähnlich wieder machen, dass wir verschiedene geschmacklichen Komponenten zusammenführen. Mhm. Barbecue-Soße braucht immer erstmal ein bisschen Säure. Wir haben hier einen Röner Naturtrüben Apfelsaft. Den geben wir wieder rein. So, schön die Stückchen drin. Das mag ich sehr. Also, wir haben erstmal wieder einen Säureanteil in Form von Apfel. Mhm. Wenn ihr wieder zu eurem Style, wenn ihr Ananas macht, nehmt Ananassaft. Wenn ihr Orange macht, nehmt Orangensaft. Macht's. Jetzt brauchen wir natürlich auch wieder ein bisschen Süße. Insofern Barbecue-Soße. Machen wir ein bisschen das ist Cola ja fast mit rein. Jedem Barbecue-Rezept drin, ne? Ohne geht's nicht. Ja. Also geht schon, aber schmeckt mit einfach super. Und dann braucht man ein bisschen, ich habe hier ganz normale Schälttomaten püriert. Mhm. Die gehen mit rein. Ein wenig Ketchup. Das ist erstmal ein Bestandteil von
von Barbecue-Soße. Mehr kommt da gar nicht rein. Ihr könnt damit variieren. Mhm. Ich gebe jetzt gleich noch ein bisschen eine süße Komponente mit dabei in Form von einem Ahornsirup. Da haben wir das. Dann natürlich eine kleine Prise Chili. Also haben wir nur was Saures, was Süßes und Tomate drin, wenn du so willst. Wie bei der Teriyaki-Soße, genau das. Und hier wichtig, die Süße ist ja dann, wenn ich eine Barbecue-Soße mache, wenn ich Ribs smoke. Ja. Dann kommt ja in der letzten Stunde kommt diese Barbecue-Soße mit rein. Mhm. Und der Zucker, der braucht dann das zum Karamellisieren, dass im letzten dieses Glanz, dieses Überglasieren kommt. Ja. So weit. Und so einfaches Kochen. Und natürlich wollen wir eine schöne Barbecue-Soße machen. Und da geben wir jetzt ein bisschen einen Jameson mit dazu. Mhm. Das ist ein Irish Whisky, ne? Ein Irish Whisky, ja. Der in Eichenfass oder in Bourbonfässer gereift wird. Und zum Bourbonfass werden wir dann nochmal sagen, wir werden ja dann eine Tafelspitz. Mhm. Wir haben einmal hier schon mal den Bourbon-Fass-Geschmack mit drin. Ja. Und wir werden aber noch Bourbonfass auf den Rauch geben. Da haben wir ja Komplettverwertung auch vom aber Whisky. Sowas von. So, und die lassen wir jetzt einfach mal so 10 Minuten vor sich hin köcheln soweit. Und so, Joshua, weiter geht's. Okay. Wir wollen ja letzte Soße kommt jetzt. Eine Pina Colada machen. Was kommt in die Pina Colada rein? Du kennst sie im Cocktail gut aus. In einem weißen Rum hoffe ich doch auch. Und was noch? In die Original Pina Colada, was alles reinkommt? Da ist Ananassaft drin, Sahne, weißer brauner Zucker und Havana Club in dem Fall. Und genauso machen wir das. Nur ein Komponent kommt dazu. Mhm. Ich habe hier heute Morgen ganz kurz einen Fischfond gezogen, dass mal wieder das Salzige kommt, also Geschichte wiederholt sich. Mhm. Das geben wir jetzt erstmal da rein. Wir haben die salzige Komponente, natürlich geht es zum Fisch, dass wir auch einen schönen Grund haben. Dann haben wir natürlich Ananassaft, also kommt wieder die Säure dazu. Und dann haben wir ein bisschen Kokosnussmilch und ein klein wenig brauner Zucker und der gute Havana Club. Auch ein klein wenig? Sagst ja, du stopp. Ihr merkt schon, es ist ziemlich alkohollastig, wie wir heute kochen, aber ich weiß gar nicht warum, Joshua. An mir liegt es nicht, ich bin sonst immer brav. So, und die Soße lassen wir jetzt auch ein bisschen reduzieren, ein bisschen einkochen, schmeckt es dann noch leicht ab soweit. Mhm. Dann haben wir wieder aus einem Cocktail einfach ein Gericht geformt. Dann haben wir alle Soßen, dann können wir jetzt praktisch den Lachs immer nach vorne hingehen. Mhm. Dann gehen wir wieder den Lachs einhängen. Ja. Und dann machen wir die Sambusas und dann können wir eigentlich mit unserer Vorspeise schon langsam beginnen. Sehr gut, dann bauen wir wieder um. Okay. So, jetzt hängen wir unseren Lachs ein. Wir haben jetzt 15 Minuten mariniert. Du hast sehr gut immer mal mit einem Löffel die Teriyaki-Soße drüber gezogen. Jetzt haben wir hier so ein schönes Flammlachsbrett. Das hatte ich heute Morgen schon mal 3 Stunden im Wasser. So ein Brett hält ungefähr 30, 40, 50 Umläufe, wenn man sieht, dass ich schon ein bisschen was gearbeitet habe. Bevor wir den Lachs drauf machen, ganz wichtig, dass wir einmal das so ein bisschen einfetten, das wäre nämlich ganz schade, wenn dann, wenn wir das runterziehen und ja, halbe Lachsfilet hängt dann am Gitter. Behandeln, jetzt kommt er drauf. Schrauben den wahrscheinlich ordentlich fest. So, dann tue ich den erstmal weg, ne? Genau. Also jetzt erst einmal an den Bastard. Unterschiedliche Funktionsweisen. Du kennst das vom Grillkurs. Mhm. Wenn man die Dinge aufmacht, erst einmal ganz kurz Luft ziehen lassen. Also nicht verpufft. Dann hoch, sonst kann es eine Verpuffung geben soweit. Ja. Ich habe jetzt den Grill umgebaut, wir haben diese Grillaufnahme umgedreht und ruckzuck habe ich hier eine 1er-Aufnahme für eine Wokpfanne. Das funktioniert mit Wok oder mit Touch-Ofen, wie gesagt, diese Grills, man kann alles draus machen. Mhm. Und jetzt lassen wir erstmal unsere Gemüse ein bisschen andünsten für die Gemüse-Sambusas, die du so schön geschnitten hast. Und sofort die Hitze da, wie du gesagt hast, lassen wir jetzt auch ganz kurz mit anziehen. Mhm. Das ist ja gut, wenn du gerade lange Geschichten hast. Ich, ja, gut, ich tue, hau jetzt einfach mal rein, ne? Sojasauce. Und die Sweet Chili Soße. Michel, bist du bereit? Dann komme ich jetzt mit der Füllung. Ja, ne? Obacht. Ist jetzt schön angezogen, es riecht lecker. Bin ich gespannt, wie es weitergeht. Also, Klebstoff haben wir angewählt. Hier. Klebe ich mal ein bisschen was an, dann habe ich das. Und dann brauche ich eine ganz kleine Menge von unserem Gemüse. Setze das so unten drauf. Mhm. So. Und jetzt gehe ich einfach aufs Dreieck, aufs Dreieck, aufs Dreieck. Und jetzt bin ich schon im Flow. Ne? Mhm. Jetzt habe ich das. Und roll das so.
Eine schöne Wickeltechnik. Und im letzten Moment kommt oben ein bisschen von dem Klebstoff drauf. Und dann habe ich ein klitzekleines Gemüsesandwich. Ein Dreieck. So. Jetzt habe ich mich schon verfaltet. Ja, und wenn du zwei, drei gemacht hast, hat man hier relativ schnell den Dreh raus. Ne? Aber die sehen gut aus. Für meine ersten Teigtaschen, die ich so gefaltet habe, bin ich überrascht. Die sehen aus wie gekauft, oder? Gut, dann geht es jetzt weiter mit dem Lachs. Den haben wir ja hier schon vorhin fertig gemacht. Oh, guck dir an hier. Was ein Kollege. Der kommt jetzt wahrscheinlich mit der Fleischseite. Genau. Zum Feuer, sonst war es ja nicht. Nach unten. Und wir haben hier eine schöne Aufnahme. Das Schöne ist an diesen Brettern, man kann sie auch winkelig verstellen, wie man es braucht, soweit. Auf dem gehen bis zu zwei rauf, weil wir eine Pina Colada machen. Und da haben wir schon ein bisschen Ananas vorbereitet, die wir jetzt leicht mitgrillen. Da hast du gar nichts dran, einfach die Ananas jetzt klein geschnitten, ne? Einfach nur leicht angrillen, später tun wir so schälen, dann tun wir noch ein bisschen flambieren mit dem schönen Rum. Mhm. Wir haben ja auch noch hier eine Verabredung, ne? Vorhin haben wir es schon erzählt. Die große Flasche. 3 Liter. Ich habe gerne die großen Flaschen von Dunkelbräu, 3 Liter Magnum mit 2 Ausbaustufen, also einerseits das Pilz. Ja. Und hier haben wir natürlich dann das Kloster, hier noch mit drin. Und ich mache das unheimlich gern bei Empfängen, für Hochzeiten, für Geburtstage, um das Bier trinken wieder zu heben. So. Mhm. Bier ist dann in den letzten Jahren doch nicht mehr so wahrgenommen wird, als handwerkliches Produkt, als landwirtschaftliches Produkt. Ja. Und das wieder eine Wertschätzung hinzuführen, ein Wein. Den gibt es ja auch ganz anders als Bier. Ja. Bier ist halt einfach da. Und Bier war immer schon ein handwerkliches, landwirtschaftliches Produkt aus Deutschland. Und das wieder zu kommen, du kommst raus und das soll ja bestimmt eigentlich genießen. Das ist eine Riesenflasche. Das macht ja auch einen ganz anderen Eindruck, wenn du mit so einer dann an den Tisch oder zur Gesellschaft kommst und dann den großen ploppst. Ja, Vorspeise ist am Laufen. Also gehen wir mal heute an eine Wabespitz. Hier natürlich wieder Rodeo Beef von unserem Partner Flach Service Bund. Die sind vor Ort, schauen sich Hege und Pflege der Tiere an, Schlachtung, Transport, Reifung. Und hier haben wir jetzt einen Wabespitz mit blassen Fettdecke dran. Das wird beim Grillen auch ein bisschen sauer gehen. Und schauen wir an, wir haben jetzt hier einen Wabespitz, der ist 2 Monate gereift. Und das kann man immer sehr schön erkennen, wenn ich hier einmal über die Faser streiche, dann merke ich, dass es so ein öliges Bereich ist. Ja. Woran erkenne ich denn, wie alt das Tier war? Einerseits habe ich hier ein helles Fett. Je älter das Rind wird, desto gelbfleischiger wird es. Mhm. Genauso hier. Wir haben hier ein rot, dunkelrot. Je älter das Tier wird, desto dunkler wird es. Bis zum Kaminrot eigentlich. Und was wir jetzt machen, wir werden da ein bisschen spielen damit. Wir machen eine brasilianische Marinade. Ich mag die besonders gern. Indem wir einfach das Fleisch minimal vorbehandeln. Mhm. Ich habe hier ein bisschen braunen Zucker. Ja, mehr braucht es. Mehr braucht es gar nichts. Und jetzt kommt ein bisschen Limetten. Das ist schon fast beim Caipirinha, ne? Genau, und da auch wieder Säure, bisschen Süße. Säure, Zucker, und das werden wir dann gleich auch in der Garung merken, dass das dann so leicht karamellisiert. Und den Tafelspitz, den geben wir jetzt erstmal, das Smoker läuft die ganze Zeit und geben wir mal so für 15, 20 Minuten ins Smoker, dass der einfach so ein bisschen den Rauchgeschmack annimmt und dann gehen wir auf das offene Grill. Da bin ich sehr gespannt drauf. Ich mache ihn dir auf, dann kannst du ihn da reinmachen. Hier hinten haben wir ihn versteckt. Was ich dann gleich noch gebe, ich gebe jetzt erstmal den vorne habe ich den heißeren Bereich, hinten den kälteren Bereich und ich gebe den jetzt erstmal mit der Fettdecke nach unten so drauf. Kontrolliere jetzt erstmal dann auch mein Feuerchen, was da drin ist. Ganz smooth und easy, und was ich vorhin gesagt habe. Wir wollen natürlich einen doppelten, dreifachen Whisky-Effekt haben. Wir haben hier Räucherschnaps, was nichts anderes ist als alte Whiskyfässer. Alte Whiskyfässer. Und wir haben vorhin kennengelernt, den Jameson, der wird ja auch in Bourbonfässern ausgebaut. Und jetzt geben wir zu der Jameson barbige Soße noch ein bisschen Fassware dazu. Also zu unserem Hauptgang. Wir haben den Tafelspitz, der ist am Smoker. Farbige Soße simmert langsam vor sich hin. Maismuffins haben wir vorbereitet, sind im Grill. Und jetzt brauchen wir noch einen frischen Kick. Wir machen einen Chimichurri und einen Frankfurter Chimichurri, indem wir die grüne Soße drunter nehmen. Wollte ich gerade sagen, jetzt mal angenommen, ich wüsste nicht, was ein Chimichurri ist. Was ist das?
Du warst auch ein Grillkurs, mein Freund, du weißt, was ein Chili Curry ist. Ja, da gab's. Naja. So, Chimichurri ist an sich eine schöne Kräutersoße, die man im Gegenteil zum Pesto wird sie noch angereichert, auch mit Olivenöl, das gleich, mit Salz drunter. Aber was dann noch anders ist, wir machen eine schöne Zwiebel drunter, eine Paprika drunter, einen Hauch Knoblauch drunter und wir würzen dann mit Salz, Pfeffer oder unserem Allrounder, dass ihr alles nebenhaltet schon mal. Und die Besonderheit ist, dass ein bisschen Essig drunter kommt und ein bisschen Chili. Wie ist das Messer? Ich finde es super. Also die Messerform habe ich heute tatsächlich zum ersten Mal hier in der Hand. Das ist toll für Kräuter und vor allen Dingen bei Kräuterschneiden ist natürlich wichtig, dass das Messer scharf ist. Ne? Wir haben es ja heute schon ein paar Mal gehabt von ätherischen Ölen oder sowas. Wenn du hier mit einem stumpfen oder mit einem schlechten Messer dran gehst, dann zerschneidest du ja deine Kräuter nicht, sondern drückst sie einfach nur platt, es reißt alles auseinander. Und dann gehen sie dir sofort um. Was ist das für ein Messer, was mir hier so Spaß macht? Das ist die Firma F.Dick, eine deutsche Firma, kommt aus dem Schwäbischen. Und dann, wir haben uns gerade darüber unterhalten, waren die ersten Messer meiner Karriere soweit. Und das sind Messer, die schneiden und haben einen vernünftigen Preis. Und vor allem so ein Messer kann man vererben. Also ich habe wirklich meine ersten Messerkoffer als Koch. Ja. Nächstes Jahr wird es 40 Jahre, war von F.Dick. Und ich habe heute noch 3-4 Messer, die 40 Jahre im Einsatz sind. Und das ist die schöne Schicht extra für den Grillsport ausgelegt, die Red Spirit Tail. Und ich habe mich in diese Messer verliebt. Ja, das ist natürlich wichtig, weil das ist natürlich das Arbeitswerkzeug, was du in der Küche am meisten in der Hand hast. Köche und Messer, ne? Ja, genau, auf die kannst du hören, auf jeden Fall. Ja. Aber gute Messer sind wichtig. Ich habe die aus meiner Lehre tatsächlich auch noch daheim und bin mit denen toll zufrieden, habe auch viel mit F-Dick-Messern geschnitten, bin da auch nie enttäuscht worden. Und vor allen Dingen, wie gesagt, wichtig ist, dass sie scharf bleiben. Das kommt natürlich scharf, ja, wenn man die einigermaßen sauber hält, nicht in die Spülmaschine tut oder so, also ab und zu mal über den Wetzstahl zieht. Pflege, Wetzstahl. Dann hast du da das Gimmick eigentlich vorbereitet. Wetzstahl. Genau, und Wetzstahl kennt ihr, das sind die langen Spieße, wo ihr dann das Messer so ein bisschen lang schiebt. Das ist natürlich nicht für jeden. Da haben wir natürlich hier von der Firma F-Dick ein schönes kleines Gerät. Also das ist ein Schleifgerät, was man einfach, das sind zwei magnetische Schleifglöcke. Einfach verdreht. Und so kann ich ein Messer schleifen. Und das ist natürlich für jedermann gebräuchlich. Genau. Das versuchen wir gerade noch einmal andersrum. Dann zieht sie auch die Kamera. Du ziehst sie einfach durch, ne? Genau. Oha. Und ansonsten einfach nur in der Wasserhahn ein bisschen sauber machen, deine Messer. Und gucken. Und das kann natürlich jeder zu Hause machen. Also ja, ganz kleines Gimmick. Und wirklich auch die Profis, viele Metzger arbeiten mit diesem kleinen Gerät. Ja. So, gehen wir zum Chimichurri. Also, genau. Leute da rein. Jawohl. Dann brauchen wir noch, ich glaube, noch ein Viertel Zwiebel und Schinken. Und die halbe Spitzpaprika. Ich gebe jetzt noch ein bisschen Öl rein. Damit die Flasche aufzieht. Jetzt wissen wir schon mal ein bisschen an. Hier nehmen wir jetzt erstmalig ein schönes kaltgepresstes Olivenöl. Jetzt haben wir hier natürlich unseren Allrounder. Salz, Pfeffer und den Thymian. Den geben wir schon mal rein. Und alles, was die halbe Paprika drauf hat. Oh, Entschuldigung. So, und jetzt, wenn ich jetzt probieren würde, würde es erstmal Salz schmecken, weil ich habe gerade ein bisschen Salz dran. Der muss erstmal durchziehen. Erstmal stehen lassen. 20 Minuten, dann gehen wir da mal dran. Und dann haben wir schon, so schnell ist ein Chimichurri. So, da haben wir ein weiteres kleines Gericht zu unserer Vorspeise. Das sind auch wieder von Mermaid, wie vorhin gesagt. Die Mitarbeiter sind vor Ort im asiatischen Bereich, schauen sich Wasserqualitäten an, schauen die Schlachtung der Tiere an. Und da haben wir wirklich ganz saubere Produkte soweit. Hier haben wir den sogenannten Easy Peel Cut. Das heißt, die ist maschinell schon enttarnt und die Schale ist dran. Ganz wichtig ist, lasst beim Grillen bitte die Schale dran. Das gibt so viel Aroma und das schützt auch die Garnele. Wenn ich eine Garnele ohne Schale draufschmeiße, wird die klein. Was wir jetzt machen, wir lassen die Schale dran, wir schneiden aber die Garnele ein klein wenig weiter auf. Das muss ja dann so grillen. Dann können wir das so aufgrillen. Dann haben wir so ein kleines leckeres noch dazu zu unserer Vorspeise, die wir dann gleich futtern können. Genau, okay, dann schneiden wir die einmal auf.
wenn der Schnitt saß. Ja. So, wir gehen jetzt an die Feuerplatte. Mhm. Lammlachs haben wir ja umgebaut, haben wir vorhin gesagt. Der kommt auch so. Sieht gut aus. Ein paar Minütchen braucht er noch. Ja. Wenn er sowas auflegt, immer mit dem System, dass er wisst, ich hab, da habe ich die erste, da habe ich die letzte, nicht, dass ich dann beim Umdrehen irgendwas vergesse. Und zeitgleich die eben geschnittenen Garnelen. Und hörst du das? Oh. Das hört sich lecker an. So. Bei den Garnelen haben wir jetzt mal überhaupt nichts gewürzt. Genau. So, jetzt haben wir die ganze Zeit die Ananas schon ein bisschen angegrillt. Die liegt da schon ein paar Minuten. Das ist ja nur die Dekoration, muss sein. Ne? Soße haben wir fertig gemacht. Wir haben sie ganz leicht abgebunden mit Kartoffelstärke, Wasser angerührt, rein. Da haben wir das. Und jetzt gehen wir an die Ananas und schnibbeln die schon mal klein. Ich persönlich lasse immer bei der Ananas den Strunk mit drin. Das hier reicht mal nichts, aber leicht. Ah, das tut dem Lachs auch gut jetzt. Ne? Und das gibt natürlich jetzt nicht jeder schon an. Ne? Was hast du mit den Garnelen jetzt hier noch vor? Wir haben jetzt noch nicht gewürzt. Ich habe jetzt einfach nur ein bisschen Kräuterbutter, ganz leicht geschmolzen. Mhm. Und ziehe das ein bisschen durch, dass die Garnele noch schön glasig bleibt. So. Passt vom Platz? Passt. Das ist wahrscheinlich ein bisschen heiß, aber geht. Das ist ja auch jetzt. Pina Colada vom Flammlachs mit Havanna flambierte Ananas, Gemüsesambusas und ein bisschen Garnelen. Und das ist erst die Vorspeise. Guten Appetit. Da werde ich auf jeden Fall probieren, ja. So, Michel, jetzt auf zum Grande Finale. Hä? Wie geht's uns? Damenspitz haben wir 35, 40 Minuten ganz langsam im Rauch. Wir haben nur ein bisschen Raucharoma gegeben und schauen mal, wie jetzt schon glasiert ist. Mhm. Jetzt gehen wir auf den Bastard. Wie gesagt, wenn man aufmacht, langsam Luft ziehen lassen und dann geht er auf. Und wir gehen jetzt mal direkt und ziehen ein Grillmuster. Das wird jetzt durch das Fett am Davidspitz natürlich erstmal ein bisschen unruhig. Mhm. Das ist aber der Vorteil, den ich hier habe. Ich kann auch fette Sachen grillen, weil solange es geschlossen ist, brennt mir nichts. Oha! So, und jetzt habe ich doch schon mal ein schönes Grillmuster hier. Und dadurch, dass man so lange so niedrig gegart haben und jetzt noch einmal Kurzhitze drauf geben, verändert sich natürlich der Innen der Garpunkt jetzt auch nicht mehr viel, ne? Genau. Wir wollen jetzt einfach schöne Kruste ziehen soweit und jetzt machen wir das mal ganz smooth and easy. Ich habe jetzt auf die indirekte Seite rüber. Drüben legen wir unseren Gemüse auf. Mhm. Genau, da hast du jetzt einfach nur einen Kürbis aufgeschnitten, ne? Auch bei den, ähnlich wie bei den Garnelen haben wir ein bisschen Kürbis aufgeschnitten. Ein bisschen Spitzpaprika. Wir würzen jetzt auch überhaupt nicht drüber. So, und so Barbecue-Soße. Barbecue-Soße müssen wir auch ist auch richtig schön angezogen. Also optisch passt schon mal. Genau, das Chimichurri ist ja jetzt hier ordentlich durchgezogen. Ne? Wir hatten es vorhin nur gesalzen, wenn ich mich richtig erinnere. Wir haben Salz, Pfeffer, wir haben ein bisschen Essig ran, wir haben ein bisschen Zucker ran, wir haben ein bisschen Chili ran. Mhm. Und jetzt? Kann man eigentlich schon so lassen. Das passt. Ja, die Barbecue-Soße schmecken wir nochmal ab. Mhm. Ganz kleinen Schuss Sojasauce. Mhm. Gibt mir ein bisschen Aromatik. Natürlich der Jameson. Wenn wir jetzt noch mal rein, darf jetzt nicht mehr aufkochen, lassen wir jetzt schön die Bouquetstoffe auch noch erhalten. Mhm. Und dann haben wir eine Jameson Barbecue Soße benutzt. Ah, da darf ich auch noch mal probieren jetzt. Ja, gut. Das war auch keine ernst gemeinte Frage, ich hätte eh probiert. Oha, das ist der Kick, der noch gefehlt hat. Guck gerade mal, dass ich hier unser Gemüse schon mal drehe. Ne? So viel noch nicht passiert. Ja. Da hat sich jetzt echt viel getan in der kurzen Zeit. Ne? Schau mal, hier haben wir ein schönes Grillmuster, jetzt ziehen wir da oben nochmal, ziehen wir da vorne nochmal Muster. Ja,
So, jetzt müssen wir das wieder messen, oder wir machen die sogenannte Druckprobe. Ist angezogen. Mhm. Drück mal drauf. Du hast den Rhythmus. Und was meinst du? Ich würde sagen, das passt schon. So, Michel, jetzt geht's los. Da haben wir drauf hingearbeitet. Ja, ganz smooth und easy. Mhm. Jetzt kommt ein bisschen Gewürz noch ran. Und jetzt kommt natürlich immer der große Effekt. Jetzt zeigt sich's. Meine Freunde, weil wir es drauf haben. Da müssen wir eigentlich nichts mehr zu sagen und können allein so, das Bild sprechen lassen. So muss das ausschauen. Ja, dann richtest du jetzt mal einen schönen Teller an und ich bedanke mich noch mal kurz bei dir, weil hast ja wohl nicht geglaubt, dass wir den guten Jameson nur zum Kochen nehmen, oder? Sehr gut. Zwei Gläser dazu, schöne dicke Eiswürfel, das nicht zu sehr verwässert. Wie viel Fingerbreit dürfen es denn sein? Na, das. Hast du heute noch was vor, oder? Ja. So, jetzt machen wir das Chimichurri. Machen ein bisschen ans Gemüse. Und was noch fehlt, ist unsere Barbecue-Soße. Genau. Hier den Irish Whisky, den könnt ihr natürlich trinken, wie es euch am besten schmeckt. Wir machen jetzt hier klassischen Whisky Cola. Ihr könnt natürlich aber auch, wenn es ein bisschen leichter sein soll, ein Ginger Ale nehmen oder sowas. Das schmeckt super. Mit Kirschsaft werden da ganz tolle Drinks draus. Also auch da gibt es dutzende Möglichkeiten. Ihr könnt auch gerne mal bei denen auf der Webseite vorbeischauen oder so. Da gibt es genug Informationen. Jetzt kommt nur noch was fürs Auge drauf. Und dann geht es hier auch gleich los. Ich würde mal sagen, da haben wir mal was angerichtet, ne? Das ist mein Teller. Dann vielen Dank. Joshua, ich habe zu danken, hat mir unheimlich Spaß gemacht. Gerne wieder. Ich komme auf jeden Fall wieder. Sehr zum Wohl. Dann lasst ihr schmecken und euch vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Vielen Dank.